Ich bin jetzt draußen in unserem Gemüsegarten. Hier haben wir die Uferzucchini, aber ich brauche so eine normale grüne Zucchini. Die nehme ich mir jetzt mit. Herzlich willkommen bei Easy Kocht. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Knusprig leckere Zucchini-Ringe und ein würziger Feta-Dip. Wie das Ganze geht, wie ihr das ganz einfach zu Hause nachmachen könnt in eurer eigenen Küche, zeige ich euch gleich mega schnell zum Zubereiten. Super, super lecker. Wir starten gleich. Ich habe die Zucchini gewaschen und jetzt schneide ich sie in solche Scheiben. Weil die Zucchini die Kerne und dieses Weiche hier in der Mitte haben, habe ich mir überlegt, ich mache so Zucchini-Ringe und steche einfach mit so einem passenden Gläschen das Innenleben aus und dann werde ich das Ganze panieren. Jetzt mache ich weiter mit der Panade, die ist wirklich extrem einfach. Und zwar brauchen wir nur etwas Mehl, dann Mineral- oder Sprudelwasser. Ich mache natürlich immer alles nach Gefühl, das kennt ihr schon auf meinen Videos. Ich gebe mal ein bisschen was rein, dann werde ich das umrühren und schaue, wie die Masse so ist. So, mal schauen, ob ich noch Wasser dazugeben muss oder ob es eh schon so passt. Ja. Da muss ich noch Wasser dazugeben, das ist noch zu dick und salzen werde ich das Ganze noch. Gewürze rein und noch etwas Wasser. Ja, das geht jetzt in die richtige Richtung, das gefällt mir. Jetzt werde ich das Ganze gut umrühren. So, die Masse passt jetzt. Und in den anderen Teller kommt das Paniermehl oder die Semmelbrösel rein. Dann schmeiße ich schon die Zucchini-Ringe da rein. Die müssen von allen Seiten gut bedeckt sein, die Zucchini-Ringe. Bisschen abtropfen und rein in die Brösel damit. Und ich habe wieder festgestellt, dass das mit den Händen am besten geht, das Panieren. Ich kann das einfach nicht mit dem Besteck, das funktioniert bei mir nicht. Bevor ich die Zucchini-Ringe rauspacke in einer Pfanne, mache ich jetzt noch einen schnellen, mega leckeren Feta-Dip. Also wir brauchen so einen Feta- oder Hirtenkäse. Das ist beides lecker. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Dazu verwende ich meinen Küchenmixer hier, also diese kleine Küchenmaschine. So, dann ein paar frische Kräuter aus dem Garten, Petersilie und Basilikum und drei Knoblauchzehen. So, dann gebe ich noch einen Esslöffel Sauerrahm dazu, etwas Pfeffer. Das Salz lasse ich vorläufig weg, weil der Käse gesalzen ist. Das muss ich erst dann abchecken, ob das Salz noch notwendig ist. Und zum Schluss einen Schuss Olivenöl, dann wird das Ganze gemixt. Vorsicht, sehr laut. Aber ich wollte euch zeigen, wie schnell das geht mit dieser Küchenmaschine. Ich werde das jetzt gleich mal aufmachen und schauen, wie es ausschaut. Da werde ich jetzt noch Olivenöl dazugeben und noch etwas Sauerrahm, weil die Konsistenz gefällt mir noch nicht ganz. Und das Ganze noch einmal. So, jetzt wird es aber passen. Eine schöne cremige Masse. Ich habe es übrigens gerade probiert. Es ist salzig genug. Also der Käse ist ja in einer Salzlacke und deshalb kommt kein Salz mehr dazu. Und jetzt werden die Zucchini-Ringe in einem Öl in einer Pfanne rausgebacken. An beiden Seiten denke ich mal so 3 Minuten. So, jetzt werden die hübschen Ringe mal umgedreht, auf der anderen Seite noch gebacken.
In der Zwischenzeit verteile ich schon mal den Feta-Dip auf einen Teller. Die fertigen Zucchini-Ringe gebe ich kurz auf eine Küchenrolle drauf zum Abtropfen. So, meine Lieben, das war's. Fertig ist das Ganze. Ich habe noch ein paar Kartoffeln gemacht, einfach so im Airfryer, ganz schlicht. Und weil ich es gerne scharf mag, gebe ich jetzt noch etwas Chiliöl da drauf. So, das sollte reichen. Schaut total lecker aus, finde ich. So köstlich, ihr müsst das unbedingt mal nachmachen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr macht das mal nach. Das würde mich wirklich sehr freuen. Es ist ein super schnelles, einfaches vegetarisches Gericht. Oder ihr esst es natürlich einfach als Beilage zu einem Fleischgericht. Alles reine Geschmackssache. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und bis bald.